Mozart ist ganz ähnlich wie, der Ilyich Tschaikowski schon lange tot. Ich weiß, das ist für viele ein Schock. Aber der ist, also Mozart ist sogar noch länger tot. Noch töter sozusagen als Peter Ilyich Tschaikowski. Und wir haben uns dieses bedauerliche Schicksal dabei zum Anlass genommen, uns einmal einer Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart zu widmen. Es gibt ja diese berühmte, ne, die sind ja alle berühmt, also die, aber es gibt die Klaviersonate, die berühmte in A-Dur. Knöchelverzeichnis 0815 schlagen, natürlich, das konnte ich auch nicht mehr lesen. Und daraus haben wir einen Satz bearbeitet. A-Dur ist jetzt eine Tonart, die wiederum drei Kreuze hat. Aber der Satz, den wir jetzt drauf spielen, der ist in C-Dur, beziehungsweise in A-Moll. Und das erstaunt Sie offenbar gar nicht. Muss auch nicht. Es ist nur ähnlich wie bei Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Es hat also gar keine Vorzeichen mehr. Ich finde, dass die Stücke ohne Vorzeichen immer einfacher sind, als die mit Vorzeichen. Und wir haben dieses Stück bearbeitet, damit Sie einmal in den Genuss, kann man nicht sagen, aber in den, sagen wir mal, dass Sie die Erfahrung teilen, meiner Götz Eismann-Parodie. Ich weiß nicht, Sie kennen Götz Eismann sicherlich hier auch nicht. Es ist überall erstaunlich, wo man hier bald hinkommt und alle kennen. Also diese Götz Eismann-Parodie von mir, die ist weit über die Grenzen meiner Heimatstadt Karst hinaus. Völlig unbekannt. Und in Karst gibt es nur sehr wenige, die sich an diese Parodie erinnern. Und von denen gibt es wiederum noch weniger, die in einigermaßen guter. Und ich stelle es einfach mal zur Diskussion. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Nein, ich wünsche uns viel Erfolg. Und Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit der Mozart in A.